Vor 500 Jahren, im Jahr 1522, ist der berühmteste Sohn unserer Stadt und gleichzeitig einer der wichtigsten Humanisten Europas verstorben, Johannes Reuchlin. Er erhob seine Stimme als Anwalt der Toleranz, der Vielfalt und des respektvollen Dialogs der Religionen. Eine Botschaft, die heute mehr denn je aktuell ist in unserer international geprägten Stadt. Wir werden das Reuchlin-Jahr als Jubiläum zum Mitmachen für die ganze Stadtgesellschaft feiern, unter dem Motto: Reuchlin gehört allen. Ich freue mich also, an dieser Stelle das Reuchlin-Jahr 2022 ausrufen zu dürfen. Kunstausstellungen, Schulprojekte, Lichtshows, Konzerte und eine Preisverleihung. Im Reuchlin-Jahr 2022 ging es bunt, laut und lebendig zu. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr, das den berühmtesten Sohn der Goldstadt in mehrfacher Hinsicht aufleben und glänzen ließ. Mit dem Namensgeber ihrer Schule haben sich im Frühjahr Zehntklässler des Reuchlin-Gymnasiums beim Projekt Reuchlin meets EU beschäftigt. Die Weltoffenheit des Humanisten und dessen Bedeutung für die heutige Europäische Union veranschaulichten die Schülerinnen und Schüler in Form einer Ausstellung in der Stadtbibliothek. Bis heute gewürdigt wird Reuchlin für seinen Einsatz gegen die Beschlagnahmung und Verbrennung jüdischer Bücher und Schriften. 1511 veröffentlicht Reuchlin seine bis heute bekannteste Schrift, den Augenspiegel. Er stellt sich darin als christlicher Experte des Hebräischen schützend an die Seite der Juden und ihrer Literatur. Reuchlins Kampf gegen die Bücherverbrennung war das zentrale Motiv, mit dem sich die freischaffende Künstlerin Gabriele Münster auseinandergesetzt hat. Unter dem Motto „Verbrennt nicht, was ihr nicht kennt“, wurden ihre Gemälde und Objekte im Pforzheimer Artort Kunstraum zur Schau gestellt. Jeder Sitz ist einfach für sich anders rum, ne? Und, vielerorts in Pforzheim sind die Spuren Johannes Reuchlins bis heute sichtbar. Von zentraler Bedeutung aber ist das nach ihm benannte Museum. Im Reuchlin-Jahr hat es ein buchstäbliches Schlaglicht darauf geworfen. Ergänzt wurden die Lichtakzente durch den Auftritt des Puppenspielers Raphael Mürle. Beeindruckt von Johannes Reuchlin zeigten sich im Sommer auch Neuntklässler des Hilda-Gymnasiums. Sie produzierten nicht nur einen Podcast über Reuchlin, sondern sprühten dessen Kernbotschaften mit Kreidespray auf den Straßenbelag im Blumenhof. Bei der mittlerweile 9. Auflage des Internationalen Reuchlin-Kongresses tauschten sich namhafte Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland 3 Tage lang über Deutschlands ersten Humanisten aus. Der 2. Kongresstag am 30. Juni war zugleich Reuchlins 500. Todestag. Phönix Reuchlin, Narrative und Bilder aus 500 Jahren, war das zentrale Motiv des Kongresses. Anfang Juli ertönte in der Schlosskirche St. Michael Musik aus Reuchlins Zeit. Gemeinsam mit ihrem Vokalensemble präsentierte die Dirigentin und Komponistin Catalina Vicenz eine musikalische Hommage nicht nur an den Humanisten, sondern auch an den Hebraisten Reuchlin. Die jüdisch-christlichen Klänge waren zugleich der Auftakt für eine ganze Reihe an musikalischen Glanzpunkten im Programmjahr. Kurz darauf wurden in der Schlosskirche erneut Melodien aus Reuchlins Epoche laut. Wie Humanismus klingt, präsentierten die beiden Musiker Johannes Hustedt und Dieter Stefan Haupt im Rahmen eines Wandelkonzerts durch die Kirchen der Pforzheimer Innenstadt.
Musikalische Einlagen gab es Mitte Juli auch beim Kulturpicknick im Schlosspark. Veranstaltet wurde es vom Pforzheimer Lions Club, der Johannes Reuchlin selbst im Namen trägt. Im Mittelpunkt stand hier vor allem das gesellige Beisammensein, während auf der Bühne reichlich Programm geboten wurde. Gehuldigt wurde im zurückliegenden Programmjahr auch der poetischen Ader Reuchlins. Beim Poetry Swim im Nagold-Freibad lieferten sich junge Poetinnen und Poeten auf einer über dem Wasser schwebenden Bühne einen verbalen Schlagabtausch. Manch einer schlüpfte dafür ins historische Gewand. Liebe Pforzheimer, ihr kennt mich wohl, bin ich doch euer Stadt besoldendster Sohn, so Gott will. Johannes Reuchlin Porkensis ist mein Name, aus Pforzheim stammend also. Im wahrsten Sinne des Wortes beleuchtet wurden Reuchlins Werte bei der Veranstaltung Light It Up Ende September. Eine Mischung aus abstrakter Visualisierung und abstrakter Musik. Zu den absoluten Höhepunkten des Jubiläumsjahrs gehörte die Verleihung des Reuchlin-Preises, mit dem die deutsch-iranische Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour ausgezeichnet wurde. Der Pforzheimer Theatersaal an diesem Oktobertag gefüllt mit prominenten Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Im Anschluss an die Preisverleihung im Theater konnten sich Interessierte auf die Spuren Reuchlins begeben. Startpunkt für den herbstlichen Reuchlin-Spaziergang war die Pforzheimer Touristinformation. Von dort aus nahm Stadtführerin Christina Klittig die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise. Pauken und Trompeten wurde das Reuchlin-Jahr 2022 zum Ausklang gebracht. Ende November gastierte das Bundespolizeiorchester aus München im Kongresszentrum. Über 40 Berufsmusikerinnen und Musiker präsentierten einen Mix aus klassischen Kompositionen und bekannten Filmmelodien. Mit über 150 Veranstaltungen und 90 Kooperationspartnern unter der Federführung unseres Kulturamts ist es gelungen, das Motto Reuchlin gehört uns allen in 2022 zu leben. Es gab neue Formate, damit verbunden auch neue Zielgruppen, die mit unterschiedlichen Sicht- und Betrachtungsweisen das Leben, das Wirken Johannes Reuchlins beleuchtet haben. Mit diesen neuen Formaten ist es aber auch gelungen, die Stadtgesellschaft einzubinden. Das bedeutet, besonders froh und stolz macht es mich, die große Resonanz von Seiten der Mitveranstalter, aber auch von Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, erfahren zu haben. Sei es beim Poetry Swim im Nagoldfreibad oder bei den anderen unzähligen Veranstaltungen an den Pforzheimer Schulen, gemeinsam mit den Schulklassen, den Veranstaltungsräumen der Vereine oder auch Ausstellungslokalitäten oder auch im Rahmen von Konzerten. Sie haben es in 2022 geschafft, das Wirken und das Leben von Johannes Reuchlin und seine Botschaften in den Mittelpunkt zu rücken. Wie können wir gut zusammenleben in einer zunehmend multireligiösen, vielfältigen, säkularen Gesellschaft? Und wie gehen wir um mit Ignoranz und Hass? Im Reuchlin-Jahr 2022 ist es meiner Meinung nach durch die vielen verschiedenen Angebote gelungen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Gerade in unserer Stadt Pforzheim, in der viele Menschen leben, die verschiedenste familiäre, kulturelle und religiöse Herkünfte in sich vereinen, hat Reuchlin eine Vorbildfunktion. Durch das Reuchlin-Jahr 2022
wurde er förmlich wiederentdeckt.